Die Hitze lässt bei vielen Menschen die Emotionen hochkochen. Was genau die Hitze mit unserer Psyche macht und wie ihr damit besser umgehen könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Mehrere Studien haben bewiesen, dass eine Hitzewelle zu mehr Aggressionen und Verbrechen führt. Es gibt also einen messbaren Zusammenhang zwischen hohen Temperaturen und Aggressivität. Je heißer die Umgebung, desto hitziger werden auch die Gemüter. Selbst die Kriminalität nimmt an heißen Tagen zu. Das bekommen Polizei und Notaufnahmen zu spüren. Denn wenn es heiß ist, steigt meist auch die Zahl der Einsätze. Und während einer Hitzewelle werden mehr Gewalt und Sexualverbrechen begangen. Andererseits greift auch die Polizei bei Hitze schneller zur Waffe. Das konnten holländische Forschende zeigen. Bei simulierten Krisensituationen griffen Polizisten bei höheren Temperaturen deutlich häufiger zur Waffe. Ab einer Temperatur von 28 oder 29 Grad Celsius sind wir nicht mehr in unserer Komfortzone. Die liegt für Mitteleuropäerinnen in der Regel bei 22 bis 25 Grad. Alles darüber wird in der Regel als zu heiß empfunden. Und dann beginnt der Stress für den Körper. Die Blutgefäße erweitern sich, das Herz schlägt schneller und auch das Hormon Vasopressin wird verstärkt ausgeschüttet. Vasopressin dient dazu, Flüssigkeit im Körper zu halten. Als Nebeneffekt erhöht dieses Hormon aber leider auch die Aggressivität. Insgesamt wird also bei der Hitze unser gesamtes sympathisches Nervensystem in Alarmstimmung versetzt, was dazu führt, dass wir uns unwohl fühlen und deutlich gereizter sind als bei kühleren Temperaturen. Noch dazu kommt, dass Hitze uns egoistischer macht. Denn Hitze führt offenbar dazu, dass wir weniger hilfsbereit sind. Auch dies haben Studien nachgewiesen. Denn aufgrund des anstrengenden Temperaturausgleichs stellen wir auf den Effizienzmodus um. Das heißt, man hat den starken Wunsch, sich zuerst um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern. An extrem heißen Tagen ist das Risiko auch erhöht, aufgrund psychischer Erkrankungen in der Notaufnahme zu landen. Besonders betroffen sind dabei Personen mit Depressionen, bipolaren Störungen und Angst. Insgesamt ist die Verarbeitung für den Körper einfach anstrengend. Wenn man dann noch das Gefühl bekommt, dass man der Hitze nicht entkommen kann, können sich Angstzustände nochmal verstärken. Doch wir können uns darauf einstellen, indem wir versuchen, gelassen zu bleiben, nicht spontan zu reagieren, ein bisschen langsamer mit allem umzugehen und natürlich versuchen, den Körper abzukühlen. Und vielleicht habt ihr die Möglichkeit, etwas Blaues zu betrachten oder sich Bilder von kalten Gegenden anzusehen. Denn auch dazu gibt es Studien, dass wir uns dabei zumindest kühler fühlen. Auch können wir uns um Personen mit psychischen Krankheiten kümmern und besonders älteren Personen helfen. Aber auch mehr Verständnis aufbringen, wenn Personen bei Hitze schnell mal gereizt reagieren.